Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit Manchester United. Ja, weiter geht's heute in der Barclays Premier League. Die Spannung spitzt sich immer weiter zu. Wer hätte denn das noch gedacht? Wir haben immer noch die Chance, Meister zu werden. Und zwar sieht es wie folgendermaßen aus. Wir haben heute unser 37. Spiel. Wir haben 6 Punkte Rückstand auf den FC Chelsea. Wenn wir das hier und heute gewinnen, wir müssen gegen Aston Villa, die sind auf Platz 17, dann sind wir bis auf 3 Punkte an den FC Chelsea dran. Und da gibt es am letzten Spieltag die letzten Spiele. Und sollte der FC Chelsea gewinnen und Manchester United das letzte Spiel gewinnen, dann kommt es auf die Tordifferenz an. Also es ist wirklich, es spitzt sich immer weiter zu. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass wir nochmal wirklich so rankommen. Und jetzt also das Spiel heute gegen Aston Villa. Klar, wir müssen heute gewinnen. Wenn wir heute verlieren, dann ist sowieso das Thema Meisterschaft vorbei. Wir werden unser Bestes geben. Wir müssen es schaffen, gegen Aston Villa zu gewinnen. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Manchester United gegen Aston Villa. Los geht's. This is the Old Trafford. Und damit herzlich willkommen zum vorletzten Spieltag in der Barclays Premier League. Wunderschöner Fußballabend steht heute an und es gibt das Spiel zwischen Manchester United und Aston Villa. Und unterschiedlicher könnten die Ausgangssituationen vor diesem Spiel gar nicht sein. Manchester United auf Platz 2, sie haben noch die Chance, Meister zu werden, rechnerisch. Und auf der anderen Seite Aston Villa auf dem 17. Tabellenplatz, sie spielen gegen den Abstieg. Und da stehen sie fast. Also, es wird heute ein sehr brisantes Spiel. Beide Teams müssen eigentlich gewinnen. Wobei Aston Villa wahrscheinlich eher auf Punkt spielen wird. Und Manchester United natürlich alles heute nach vorne packen wird. Auf der Bank heute bei Manchester United Juan Mata, Memphis Depay und Wayne Rooney. Dafür auf dem Platz Zlatan Ibrahimovic, Alex Teixeira, Jesse Lingard, Ashley Young, Fellaini mit Johannes Geis im Tor. Natürlich David De Gea. Sorry. Ich bin momentan ein bisschen verschleimt, weil ich habe eine ziemliche Allergie gegen Gräser, Pollen und gegen ganzen anderen Scheiß. Und deswegen bin ich momentan ein bisschen verschleimt. So, hier auf jeden Fall die Aufstellung von Aston Villa. Gusan im Tor. Ayew, einziger Stürmer. Vorne dann 5er Mittelfeld mit Sinclair, Trecho, Veretout, Gil. Und ja, die 4er Abwehrkette. Also es sieht nach sehr, sehr, sehr viel Defensive auf Seiten von Aston Villa aus. So, Ibrahimovic macht sich noch ein bisschen warm. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Anschluss gibt's für die Red Devils. Und damit rollt der Ball im Old Trafford. Manchester United gegen Aston Villa. Wenn Manchester United noch die Chance auf den Titel haben will, müssen sie heute die 3 Punkte mitnehmen. Und dann am letzten Spiel dann natürlich hoffen, dass der FC Chelsea verliert und nochmal und man nochmal gewinnen kann. So, erste Chance gibt es jetzt auf jeden Fall erstmal für Aston Villa. Sinclair läuft da mal durch. Sinclair, aber dann ist Bruno Perez dazwischen. Weiter geht's zu Fellaini. Der sieht Geist und der sieht Ashley Young. Ashley Young, ab geht's in die Mitte. Und die erste Chance für Manchester United. Kann sich anbahnen. Da ist Johannes Geis am Ball. Geis sieht Alex Teixeira. Teixeira sieht Johannes Geis. Geis mit der ersten Chance. Nachschuss, kommt schon Ashley Young. Der trifft den Ball nicht richtig. Erste ganz große Chance im Spiel. 7. Minute. Manchester United zeigt hier, dass die Jungs gewinnen wollen. Nur leider ein bisschen Pech im Abschluss gehabt. Beziehungsweise der Torhüter Gusan mit einer unglaublichen Parade. So, weiter geht's hier. Oh, hart bedrängt hier Alex Teixeira, aber trotzdem holt sich Geist den Ball. So, weiter geht's zu Jesse Lingard. Jesse Lingard ist auch ein pfeilschneller Spieler. Flitzt jetzt über den Flügel. Versucht hier vorbeizugehen am ersten. Jesse Lingard, schön gemacht. Jesse Lingard! Und dann trifft er nur den Gegenspieler. Und Ibrahimovic, ja, gegen Gusan kann dafür da im Zweikampf natürlich nicht so richtig rangehen. Deswegen erstmal der Ball wieder bei Aston Villa. Aber Manchester United kann nachsetzen. Also, es geht hier genauso los, wie erwartet. Manchester United stürmt, Aston Villa verteidigt. Mal schauen, wie lange das gut geht. 90 Minuten ist eine lange, lange Zeit. Und es geht weiter. Nächster Befreiungsschlag. Mal schauen, ob wir überhaupt eine richtige Offensivaktion noch von Aston Villa sehen dürfen. So, nächste Chance. Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic! Pfosten, Latte! Mein Gott, Glück! Glück hier für Aston Villa! Ibrahimovic! Zlatan Ibrahimovic! Mit allem Können! Nur leider nicht ins Tor. Die Latte rettet.
Und was für ein Hammerschuss, das war unglaublich. So, und jetzt Achtung. Erst will er mal mit einem unglaublich seltenen Ausflug nach vorne, der sofort anhält und jetzt die Chance für Johannes Geis. So, und ist Ashley Young. Ashley Young vorne startet Alex Teixeira wieder mal. Teixeira sucht Ibrahimovic, bekommt den Ball Ibrahimovic, aber dann verliert er ihn. Und jetzt, oh, jetzt ist es gefährlich. Fellaini könnte da vielleicht den Ball erobern. Kommt schon Fellaini. Fellaini drückt ein bisschen, aber dann bekommt er die Kugel einfach nicht. Und jetzt Guzan, komm schon! Fast der Fehler, fast der Fehler. Da hat Fellaini gelauert. Und jetzt, ja, Fellaini überholt den Gegenspiel im Laufduell. Aber dann kommt der Fehlpass. Ibrahimovic kämpft sie aber den Ball trotzdem nochmal zurück. Und jetzt der Pass zu Fellaini. Fellaini zu Alex Teixeira. Teixeira dreht sie einmal. Es sind einfach zu viele. Es sind einfach zu viele Gegenspieler. Essenbüller verteidigt mit allen 11 Mann hinten drin. So, nächste Chance. Johannes Geis am Ball. Geis. Weiter geht's zu Alex Teixeira. So, Teixeira mit der Flanke. Wird abgefangen. Und das ist dann wieder im Aus. Der Ball. 25 Minuten gespielt. Man merkt, es wird unglaublich schwer werden für Manchester United, den Sieg hier mitzunehmen. Komm schon, jetzt lauft er mal ein bisschen besser frei. Ja, geht doch. So. Jetzt der Pass bitte. Da ist Bruno Perez. Aber wohin? Wohin? Da ist alles voll. Nur gelb-schwarze vor mir. Jetzt der Pass zu Alex Teixeira. Komm schon, Teixeira in den 16er. Alex Teixeira! Das gibt es nicht! Wieder gestoppt. Wieder gestoppt. Und wieder holt sie Manchester United prompt den Ball zurück. So, nächste Chance. Da ist Bruno Perez. Und der sucht natürlich Ibrahimovic. Und wieder kommt der Pass nicht an. Aston Villa bietet hier für das Geld für die Zuschauer der Gästefans bis jetzt nur eine defensiv gute Leistung. Offensiv 0,0. So, nächste Show. Fellaini auf dem Weg nach vorne. Maroon Fellaini, der eigentlich der Edeljoker, der was heute mal von Anfang an ran darf. So, der Pass kommt zu Jesse Lingard. Was ist denn das für ein Pass? Das ist ja gar kein Pass, das ist eine Beleidigung eines Passes. So, jetzt Gill am Ball. Mit dem schönen Seinwechsel. Ashley Young will natürlich da sofort drauf und stören. Und jetzt Sinclair. Sinclair, Ball wird abgenommen von Ashley Young. Und ab geht's nach vorne. Da ist Alex Teixeira. Teixeira lässt sich ein bisschen zu leicht vom Balltrainer. Der bekommt den Ball sofort zurück. Es ist unglaublich. Aston Villa ist heute eigentlich, ja, eigentlich gar kein Gegner. Aber die stehen halt hinten drin. Und das ist das Riesenproblem. So, nächste Chance. Ashley Young ist am Ball. Weiter geht's zu Johannes Geis. Geis zu Luke Shaw. Der sieht Maroon Fellaini. Der sucht auch vergebens die Lücke. So, wieder Teixeira. Alex Teixeira. Jetzt ist Ibrahimovic und Fellaini mal in der Mitte. Teixeira sieht das zwar, aber bekommt einfach gar nicht die Möglichkeit zu flanken. Jetzt zieht er mal rein. Alex Teixeira. Weiter geht's zu Jesse Lingard. So, Lingard. Jetzt die Flanke und es gibt Eckball. Jawohl. Eckball zumindest. Und jetzt wird's gefährlich vielleicht. So, kurze Ecke und die können umgehend ausführen. Das ist gut. Und jetzt rein damit und Fellaini kommt nicht ran, weil Guzan wieder zur rechten Stelle am rechten Ort ist. So, jetzt mal die Chance vielleicht zum Kontern, aber IF, der was vorne lauert, kann zumindest den Ball zu Amafi spielen und jetzt wird's gefährlich. So, Manolas muss da hinterher. Vielleicht mal jetzt die erste, ein bisschen Torgefahr von Aston Villa. Da ist Amafi, Flanke ist kommentarlos. So, jetzt versucht natürlich David hier schnell weiterzuspielen. Sieht hier Sebastian, Johannes Geis. So, Geis, ab geht's nach vorne. Ii, das ist ein übler Fehlpass. Das ist ein Fehlpass der üblen Variante. Jetzt die Chance. IF ist im 16er, wird gefährlich. Pfosten! Oder war David hier erst dran? Ich glaube, David hier war da noch mit dran. Erste Offensivaktion. 45 Minuten sind gespielt. Und Aston Villa mit der ersten Aktion, wo man wirklich mal sagen kann: hey, das war gefährlich. Und jetzt werden sie auf einmal mutig. Jetzt werden sie auf einmal mutig. Sonst hin reinstellen, jetzt mutig werden. So, das war's mit der ersten Halbzeit. 0-0. Es wird schwierig. Es wird extrem schwierig in der zweiten Halbzeit für Manchester United, hier ein Tor zu schießen. 11 defensive Spieler bauen sich hier vor dem Tor auf. Es wird schwer. Es wird ein unglaublicher Kampf werden in der zweiten Halbzeit. Mal schauen, ob sie es schaffen, ein Tor zu schießen. Ich glaube, ein Tor, das wäre die Entscheidung. Bei Aston Villa, gut, die hatten eigentlich jetzt eine einzige Chance. Und wir sind halt im Ballbesitz und kommen nicht rein ins Tor. Und jetzt gibt es auf jeden Fall die zweite Halbzeit. Erster Wechsel direkt. Sanchez geht runter, Guy kommt. Und jetzt geht es weiter mit Anstoß
für Aston Villa und Manchester United muss hier ein Tor schießen. Irgendwie, irgendjemand, nur irgendeiner muss es machen. Wenn sie englische Meister werden wollen, dann müssen sie zumindest heute gewinnen und dann beten. So, Clark am Ball. Klar, wenn heute Manchester United nicht gewinnen sollte, ist eins klar, dann ist der FC Chelsea englischer Meister. Und jetzt natürlich mal die Chance. Aber es sieht so aus, als will hier Aston Villa jetzt wohl ein bisschen Gas geben. So, da ist Ive mit der Chance. Es ist Ferry Tut, Ferry Tut. David ich hier ist aus dem Tor raus. David ich hier und die Glanzparade. Nochmal Ferry Tut am Ball. Und du, das war gefährlich. Da war Manchester United ziemlich offen. Aber jetzt haben sie die Konterchance, weil sie hier vorne ziemlich was abgestellt haben. Und da ist Manolas. Was ist denn los? Okay, wir sollen nicht gleich auf volle Offensive gehen, sonst kassieren wir sofort ein Gegentor. Und dann ist das Spiel gelaufen. So, jetzt Ive. Ive, Flanke ist nicht schlecht. Puh, gefährlich. Also, wir müssen ein bisschen Defensive aufbauen, weil alles nach vorne, das sieht nicht so gut aus. Und jetzt geht es erstmal weiter mit Luke Shaw. Jetzt hier auf der anderen Seite Bruno Perez. Eieiei, Ballverlust. Aston Villa wirkt jetzt in der 2. Halbzeit ein bisschen bissiger. Mal schauen, ob die vielleicht jetzt tatsächlich anfangen, Fußball zu spielen. So. Und jetzt mal ein interessanter Pass. Da war Jesse Lingard. Und jetzt ist die Abseitsfahne oben. Und ja, natürlich muss man das abpfeifen. 56 Minuten rum. Manchester United hat bis jetzt in der 2. Halbzeit noch nicht den Faden wiedergefunden. Und das ist kein gutes Zeichen. So, da ist Alex Teixeira. Der muss hier wahrscheinlich schon wieder fast alleine probieren. Weiter geht's zu Bruno Perez. Bruno Perez mit dem Pass zu Fellaini. Da geht's weiter zu Johannes Geis mit Glück. Geis zu Ibrahimovic. Und Gusan ist zur Stelle. Gusan, keine Chance von Ibra. Blocken. Schöner Schuss und er wäre wahrscheinlich nur an den Pfosten gegangen. Trotzdem wieder die nächste Riesenchance. So, jetzt wieder die Chance mit dem Eckball. Kurze Variante, da kommt Ashley Young. Der hat das Auge, Ibrahimovic. Kommt nicht ran, das gibt es doch nicht. Was brauchen sie denn noch für Chancen? Da stehen schon die Größten im 16er drin und bekommen trotzdem den Ball nicht auf den Kopf. So, nächste Chance. Jesse Lingard, Lingard. Sieht hin Ashley Young. Ashley Young. Ah, nächster Eckball. Nächste Ecke hier, so. Wieder kurze Variante. Was anderes bringt sie in meinen Augen momentan nicht. So, Ashley Young diesmal am Ball. Spielt zu Ibrahimovic. Der braucht ein bisschen zu lange, bis er seinen Körper einmal dreht. Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic. Nächste Eckball von der anderen Seite diesmal. Es muss doch mal was drin sein. So, Lingard. Schöner Pass. Da ist Ashley Young. Der sieht Manolas. Der sieht Alex Teixeira. Alex Teixeira wartet hier und wartet auf die Anspielmöglichkeit und dann ist der Ball weg. Ah, wo soll ich da hinpassen? Eine direkte Ecke bringt es ja nicht. Weil Ibra und Fellaini stehen direkt vorm Tor meistens, dass der Torwart hinkommt und der Rest kommt im Kopfballduell nicht ran. So, Johannes Geis, weiter geht's zu Fellaini. Fellaini, jetzt mal die Chance vielleicht für ihn hier ein bisschen Tempo zu machen. Fellaini, jetzt komm schon! Ja, muss sein. Sorry, das gibt's noch nicht. So was macht mir einfach Nerven, weil die nur hinten reinstehen schon wieder. Jetzt natürlich gelb hier von Maroon Fellaini. Was? Wieso ist denn das schon wieder rot? Das kann doch einfach nicht wahr sein. Was ist das für eine lächerliche rote Karte? Ey, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Wieso ist denn das schon wieder rot? Gelb ja, aber nicht rot. Und Dreifachwechsel nun bei Manchester United. Zlatan Ibrahimovic, Alex Teixeira und Fellaini geht runter. Memphis Depay, Juan Mata und Wayne Rooney kommen neu auf den Platz. So, 10 Spieler von Manchester United müssen ihr Tor schießen. Und Aston Villa steht mit 11 Mann hinten drin. Und jetzt geht das fröhliche Stürmen los. Rojo rückt es nach vorne. Manchester United ist nun mit 3 Verteidiger hinten auf dem Platz. Und da ist Wayne Rooney zum ersten Mal am Ball. Der Top-Torjäger bei Manchester United in dieser Saison. Mal schauen, ob er heute ein Tor machen kann. So, da ist Memphis Depay. Depay. Jesse Lingard! Das gibt es doch nicht! Das gibt es doch einfach nicht! Komm schon, geh doch rein! 15 Minuten vor dem Ende. Was für Chancen! Was für welche brauchen wir denn noch? Bis hier mal das 1:0 fällt. Das ist unglaublich. Und jetzt versucht sie hier irgendwie... Es will aus der Affäre zu sehen. So, nächste Chance. Jetzt Wayne Rooney schon bei Wayne Rooney im 16er. Rooney, komm schon, Faulsen. Ja! Das ist ein Elfer!
Leck mich am Arsch! Das gibt es nicht! Das ist ein klarer Elfer! Die eine Szene ist rot und das ist ein ganz klarer Elfer! Ey, das ist... Das Spiel hasst mich heute. Das Spiel will einfach nicht, dass ich gewinne. Ich kann machen, was ich will. Ganz ehrlich. Das eine ist rot. Dann ist das ein Elfer mit rot. Nein, das ist nichts. Das ist ein Witz. Das ist mehr als nur ein Witz. So, jetzt Huamata. Komm schon, irgendwie. 10 Minuten, noch 10 Minuten. Wo ist ein Depay? Depay, der könnte auch so ein Tor mal reinmachen. Da ist Memphis Depay. So, Chance ist da. Memphis Depay. Memphis Depay! Das ist einfach zu viel los. Das ist einfach viel zu viel los da in dem 16er. So, Manolas. Und ab geht's nach vorne. Lingard bekommt den Ball mit ein bisschen Glück. Weiter geht's zu Manolas. Auch ein bisschen Glück dabei gewesen bei diesem Pass. Jetzt der Pass zu Memphis Depay. Der ist im 16er und hämmert den Ball rein. Und er hämmert den Ball rein. Und Manchester United geht in Führung. 86. Minute. 86. Minute. Was für eine Erleichterung. Johannes Geist mit dem Pass zu Memphis Depay. Der legt ihn sich einmal kurz vor. Und dann hämmert er den Ball rein. Und Manchester United führt im eigenen Stadion gegen Aston Villa mit 1:0. 86 Minuten hat es gedauert. Jetzt eskaliert hier natürlich alles in Manchester. Memphis Depay mit seinem 5. Tor in dieser Saison. Jetzt eskaliert natürlich alles komplett hier in Manchester. Die Red Devils führen nach 85 minütigen Höchstleistungskampf. Anders kann man das nicht ausdrücken. Nach Betrug und allem anderen sonst. Wie gesagt, das war für mich ein ganz, ganz klarer Elfmeter, wie der Wayne Rooney vom dem Bein geholt hat. Und jetzt die nächste Chance. Komm schon, Rooney. Ab nach vorne mit dir. Der ist noch frisch. Lauf, Junge, lauf. Wird er wieder hart angegangen. So, da ist Rojo am Ball. Innenverteidiger, was macht er da vorne? Gute Frage, er will ein Tor schießen. So, Rojo mit dem Ball zu Wayne Rooney. Nicht schlecht gemacht, aber 4 Minuten Nachspielzeit. 4 Minuten. Manchester United muss nur die Bude hin noch zuhalten. Und dann gibt es den Showdown am letzten Spieler. So, Bruno Perez. Hart angegangen. Einwurf gibt es für Manchester United. So, da ist Huamata. Nimmt den Ball gut an. Huamata. Und jetzt hat natürlich Manchester United alle Zeit der Welt. Hält hier erst den Ball super in den Mittelfeld, weiter geht's zu Geis. Er hat das 1:0 vorbereitet und er schickt jetzt nur mit Memphis Depay auf die Reihe. So, Memphis Depay, er kam und er macht sein Joker-Ding. Memphis Depay, Depay, aber da kommt er nicht durch und es ist aus und es ist aus. Und der Krimi, er geht weiter. Manchester United gewinnt das Spiel gegen Aston Villa. Und damit gibt's die Entscheidung im Kampf um die englische Meisterschaft am allerletzten Spieltag. Was für ein Spiel. Für mich war da immer noch der Schiri das Maß aller Dinge. Die rote Karte an Ashley Young, das war keine rote meiner Meinung nach. Und das Foulspiel an Wayne Rooney, das war für mich ein ganz klarer Elfmeter. Also noch klarer geht's hier, aber wir wollen uns nicht beschweren. Manchester United gewinnt gegen Aston Villa. Und jetzt gibt's also den Showdown am letzten Spieltag. Memphis Depay, 86. Minute. Es wird immer und immer heftiger. Hier nochmal. Ja, gut. Ja, nee, eigentlich nicht. Nein, das ist kein Rot. Für Rot ist was... Rot ist eine üble Karte. Für Rot muss ich richtig reinspringen. So, Johannes Geist, bestes Spiel heute. Der Rest eher sehr durchwachsen. Gusan ist da noch gut aufgefallen, aber sonst der Rest nicht gut. Es war ein Scheißspiel, ganz ehrlich. Aston Villa hat sich komplett hinten eingeigelt. Da hat man auch keinen Spaß am Fußball, ganz ehrlich. So, Spieler gesperrt. Ja, Ashley Young ist damit fürs Finale gesperrt. Und Teixeira ist glücklich, dass er spielen darf. So, und jetzt sind wir im nächsten Spiel. Und wir schauen ganz kurz auf die Tabelle vor dem Spiel. Also, alle Mannschaften haben 37 Spiele. Abgestiegen ist der FC Southampton und Watford. Dann der FC Bournemouth muss gewinnen am letzten Spieltag gegen Manchester United, wenn sie nicht absteigen wollen. Aston Villa kann noch absteigen, West Bromwich Albion ist sicher. So, und oben spitzt sich natürlich alles zu. Der FC Chelsea
84 Punkte, Manchester United 81 Punkte. Sollte Chelsea verlieren und Manchester United gewinnen, kommt es auf die Tordifferenz zum Schluss an. Und da ist momentan Chelsea allerdings noch um 2 besser. Das heißt, Manchester United muss Gas geben. Wir schauen mal auf die Gegner der beiden Teams. Wir haben, also Manchester United hat den FC Bournemouth. Und der FC Chelsea muss gegen Leicester City ran. Beide haben Heimspiele. Und das heißt beten und hoffen beim nächsten Mal. Also Leute, ich bedanke mich an diesem Tage heute fürs Zuschauen. Es war ein Krampfspiel gegen Aston Villa. Trotzdem haben wir es gewonnen. Und jetzt geht's also gegen den FC Bournemouth beim nächsten Mal. Ich bedanke mich nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's um alles und nichts. Bleibt dabei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.